Yeah! Hier kommt sozusagen das Erweiterungskit zu meinem letzten Video Power Chords auf der Ukulele. Wenn ihr das nicht gesehen habt. Die Power Chords sind ein echt wichtiges Thema in der Rockmusik. Und ich hatte im letzten Video gesagt, dass die Power Chords in dem Sinne keine Akkorde sind, sondern eher so ein fetter gemachtes Riff. Und es gibt ein Stück, an dem man das richtig gut sehen kann. Das ist Iron Man von Black Sabbath. 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 Black Sabbath. Falls ihr das nicht kennt, dann hört euch das mal fix an. Wir spielen das tatsächlich in der Originaltonart und würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Riff an. Und dann bauen wir da Power Chords drauf und dann machen wir den Strophen B-Teil, wie auch immer man das nennen möchte. Wir brauchen diese Handhaltung. Das heißt, unser Zeigefinger ist im zweiten Bund. Man würde auf der Ukulele wahrscheinlich zweite Lage sagen. Dann haben wir erstmal diesen Ton. Ist, glaube ich, ein H. Nicht weiter wichtig. Dann brauchen wir diesen Ton. Zweiter Bund C-Seite. Das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, ein D. Dann kommt der Ringfinger auf den vierten Bund, C-Seite, ein E. Und jetzt brauchen wir so eine, jetzt wechseln Zeigefinger und Mittelfinger auf die E-Seite und wir haben diesen Wechsel zu. Das muss ein Pull-Off sein. Pull-Offs sind auf der E-Uke eigentlich relativ einfach. Gerade wenn ihr dann den Verzerrer anhabt, klingt das immer ganz gut. Müsst ihr euch nicht so viele Sorgen machen, wenn das jetzt clean noch nicht so fett kommt. Apropos fett. Was wir hier auf der Uke machen, ist meist mindestens eine Oktave höher als das Original. Das heißt, so das richtig fette, fiese Gitarrenfeeling kommt halt nicht auf. Wenn ihr das haben wollt, dann habt ihr das falsche Instrument. Wenn es für euch aber voll okay ist, auf der Ukulele solche Sachen zu interpretieren, dann lasst uns weitermachen. Ich spiele euch das Riff mal ganz langsam vor und ihr versucht es einfach mal zu verstehen. Es ist im Grunde nicht sonderlich schwierig. One, two, three, four. Gleich noch zwei Tricks dazu. Ich greife mit dem Zeigefinger direkt zweiter Bund C und E Seite. Dann wird das Wechseln nach unten nicht so schwierig. Und ich spiele beim Wechsel von D nach E ein Hammer-on. Das heißt, ich hau einfach den Ringfinger auf den Bund und schlage nicht nochmal an. Wir machen mal Verzerrung an. So was Gediegenes. One. Two, three, four. Das wäre das Hauptriff. Allerdings wird das so nur dann gespielt, wenn Gesang ist, damit die Gitarre ein bisschen in den Hintergrund tritt. Wenn die Gitarre dann alleine steht, solo sozusagen, dann wird das in Power Chords gespielt und alles auf der E- und A-Seite wäre das auf der Gitarre. Wir haben eine G- und eine C-Seite. Das heißt, wir hätten diesen hier. Vierter Bund G-Seite ist unser Grundton und hier kommt die Quint dazu. Jetzt müssen wir drei Bünde hoch und nochmal zwei, ist dann übrigens die Moll-Pentatonik.
Das ist dann übrigens die Moll-Pentatonik. Ob man das wissen muss, weiß ich nicht. Drei. Jetzt wird es ein bisschen fummelig, zumal es dann meist auch ein bisschen schief klingt. Wir müssen auf den 12. Bund und dieses Rutschen irgendwie sortiert kriegen. Das ist richtig schwierig. Und dann zurückrutschen und den richtigen Bund erwischen. Ich finde das auch echt schwierig und fummelig. Ich glaube, ich habe zu große Finger für sowas. Wir probieren es einfach mal ganz langsam. Oh, one, two, three, four. Geht auf die Pfoten, ha? Gut, jetzt haben wir schon zwei. Ich würde sagen, Braterei an und wir spielen sie mal beide. Zweimal den lauten, zweimal den leisen. One, two, three, four. Eieiei. Ganz schön fummelig, finde ich. Jetzt gibt es noch ein zweites Riff, das auch schön langsam ist. Ihr braucht wieder dieselbe Handhaltung. Zweimal das E. Dann kommt ein Dead Note. Jetzt haben wir das D. Gehen wieder zurück aufs H. Jetzt geht es chromatisch, wie man sagt, runter auf den dritten Bund der G-Seite. Jetzt dreimal hier das A. Jetzt wird im Original die leere Seite gespielt. Das ist dann ein Upstrum. Jetzt haben wir einmal den ersten Bund, zweimal den zweiten Bund und einmal den dritten Bund. Ihr habt gesehen, dass ich für den ersten Bund mit der Hand runtergerutscht bin. Ich spiele es euch mal ganz, ganz langsam vor. Ich glaube, das Riff muss man einfach erstmal verstanden haben und dann kann man es auch spielen. Schwierig ist es in dem Sinne nicht, zumal es ganz schön langsam ist. Two, three, four. Kommt, wir machen die Braterei an und spielen es mal zusammen. One, two, three, four. Und das war das auch schon wieder. Jetzt müsstet ihr eigentlich nur noch das Original mal aufrufen und ein bisschen mitspielen. Und dem Gitarristen ein bisschen auf die Flusen gucken, ob er gerade das Riff mit einzelnen Tönen oder mit Power Chords spielt. Und dann kommt dieses. Und ordentlich braten lassen. Apropos ordentlich. Ordentlich wäre es, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt und ein Like dalasst. Vorausgesetzt, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr Bock auf mehr solche Videos habt, dann schreibt mir das in die Kommentare mit Grüßen, Wünschen, Anregungen. Oder wenn irgendwas nicht klappt oder vielleicht auch scheiße erklärt ist, dürft ihr gerne dalassen. Freue ich mich drauf. In diesem Sinne,
Tschüsse, bis bald. Was Gefummel hier. Ob das die Krankenversicherung zahlt?